Hallo und herzlich willkommen zurück bei Star Wars Jedi Survivor. Wir sind hier beim letzten Mal an Bord der Mantis im Rambler's Reach Außenposten auf Kobo stehen geblieben, nachdem wir in der letzten Folge aus der Waldanlage bzw. dem Neckobecken her zurückgekehrt waren. Und nun möchte ich mich hier, wie schon gesagt, auf Kobo noch ein bisschen weiter umschauen. Ich möchte zunächst mal in Doma Dendras laden. Also springen wir mal hier von der Landeplattform. Und wir geben uns mal zu ihrem Laden. Wir haben ja mittlerweile einige Prioritklumpen und ich möchte mal schauen, was dieser mysteriöse Code ist, den wir bei Doma Dendra erwerben können. Also betreten wir mal ihren Laden. Hallo? Hallo Doma. Und dann gucken wir mal, was dieser Code uns dann freischaltet. Oh, was für ein hilfreicher Droide. Der Droide ist in der Tat hilfreich. Da haben wir auch den mysteriösen Code, den wir jetzt für 10 Prioritklumpen kaufen können. Ja, möchten wir kaufen. Sieht gut aus. Das habe ich nur für dich aufgehoben. Das ist sehr nett. So, der Code öffnet uns eine verschlossene Tür in ihrem Laden. Irgendeiner dieser miesen Raider hat den Sicherheitsalarm meiner Ladentür ausgelöst und jetzt ist sie verriegelt. Vielleicht kann dein kleiner Droide sie mit diesem verschlüsselten Backup-Code wieder öffnen? Na, dann lassen wir BD hier mal das Terminal hacken. Wir sind ausgesperrt. Meine Güte, du hast sie aufgekriegt. Nimm dir irgendwas, das du gebrauchen kannst. Okay, na dann schauen wir uns mal hier diesen Lagerraum an. Gibt's hier irgendwas, das interessant ist? Oh ja, hier gibt es etwas, das sehr interessant ist. Wir haben eine gelbe Truhe, das heißt, wir dürften uns ein Stim freigeschaltet haben bzw. gekauft haben. Noch ein Stim. Hier, bitte. Sehr schön. Die Anzahl unserer maximalen Stims hat sich erhöht. Wir haben jetzt einen vierten Stim. Sehr, sehr schön. Also dann hat sich das auf jeden Fall gelohnt, diese 10 Prioritklumpen für diesen mysteriösen Code auszugeben. Großartig. Da können wir ja Doma richtig dankbar sein. So, jetzt möchte ich mal beim nächsten Laden vorbeischauen. Und zwar in der Kantina soll ja jetzt irgendwo sie ihren Laden haben. Ich bin gespannt, was wir mit den Datendisks anfangen können. Also betreten wir mal wieder die Kantina. Hier sollen ja auch ein paar neue Gespräche für uns sein. Aber suchen wir erst einmal sie, würde ich sagen. So, gucken wir uns hier mal um, was sich verändert hat. Grease sitzt nicht auf seinem Stuhl. Dann ist es bei dir jemals nicht schlimm. Oh, Mosi steht hier. Und Turbel steht auch hier vorne. Okay, das ist interessant. Wenn man von dem Gundak spricht, da ist dein Retter. Hey, Mosi. Kommst du oft ins Pylons? Ich schaue ab und an vorbei. Die Raiders schnappen sich gerne die Hilflosen. Und ihre Axt schreit! Kämpfe gegen mich! Trau dich, du verlogener Dreckiger! Okay, okay. Immer mit der Ruhe. Turbel scheint auch ein Fan von Mosi zu sein. Nun gut, mit den beiden möchte ich gerade nicht reden. Ich möchte mich hier einfach mal nach sie erst einmal umschauen. Oh, da drüben steht auch noch jemand Neues. Okay. Und die Ecke hier wurde aufgeräumt. Na, das ist ja sehr hübsch. Komm rein, setz dich an die Bar. Aha, Monk möchte wohl auch mit uns reden. Nun gut, ich möchte nicht wieder die ganze Zeit in der Kantina verbringen. Also von daher schauen wir uns hier mal um. Oh, da drüben. Die Treppe ist freigeräumt worden, beziehungsweise der Durchgang ist frei. Und die Bühne wurde auch aufgeräumt. Da hat man sich aber ordentlich Mühe gegeben, hier aufzuräumen und alles wieder herzurichten, während wir in der Waldanlage waren. Mal sehen, was wir hier finden. Ja, gucken wir uns hier mal um, was wir hier finden können. Das ist aber sehr, sehr hübsch, sehr stylisch eingerichtet, muss ich ja wirklich sagen. So, gucken wir mal, ob wir irgendwo sie finden. Auf der unteren Ebene war sie jetzt nicht zu sehen. Da drüben steht sie, glaube ich, ja. Oh, das ist ja sehr interessant. Die drei hier stehen ein bisschen aufgebaut wie Schaufensterpuppen. Da haben wir wohl Thor und wir haben wieder unsere Sig hier stehen. Die Mechanikerin, die bisher unten stand. Okay, na das ist natürlich sehr interessant. Und da scheint der Laden von sie zu sein. Wir können jetzt auch hier erstmal nochmal mit sie reden. Machen wir das. Kerl, wie schön sie zu sehen. Ich freue mich auch sie. Sollten Sie irgendwelche Datendisks aus meiner Zeit finden, würde ich sie gerne für Sie entschlüsseln.
Ich denke, dass noch viele auf Kobo verschollen sind. Wir geben dir Bescheid. Wir können weiter mit Sie reden? Kerl, ich freue mich stets, Sie zu sehen. Aber Sie werden den Schlüssel nach Tenelor nicht in dieser Kantine finden, oder? Da hat sie nicht ganz unrecht. Nun gut, wir haben noch die Möglichkeit, hier mit Toa zu reden. Das war ja die junge Feldforscherin, die wir im Basaltgraben getroffen hatten. Also würde ich sagen, nehmen wir uns die Zeit und reden ganz kurz auch mit ihr, bevor wir uns Sies Laden anschauen. Oh, hey, du bist's. Ich hab dich im Wald gesehen. Erinnerst du dich? Ich heiße Toa. Ich bin Historikerin, zurzeit freiberuflich. Kerl, auch ein Freiberufler. Planst du weitere Erkundungen? Natürlich. Ich bin zum ersten Mal außerhalb des Midrim. Aber ich sehe schon, dieser Ort ist ein Schatz. Vor Jahrhunderten wollten die Leute unbedingt unter einem neuen Himmel leben. Und sie haben sich eine verdammt lebendige Welt ausgesucht. Lebendig, hä? Hey, gib Bescheid, wenn du noch mehr von diesen Kammern findest, ja? Das werde ich. Wir haben jetzt hier einen neuen Datenbankeintrag, Toa. Toa hat eine höhere Bildung genossen und ihr archäologisches Interesse hat sie nach Kobo geführt. Obwohl sie Akademikerin ist, will sie sich bei der Erkundung von Ruinen der Hohen Republik unbedingt die Hände schmutzig machen. Sehr interessant. Also sie ist keine Feldforscherin, sie ist tatsächlich eine Archäologin und offensichtlich auch eine studierte Akademikerin. Das ist sehr interessant. Von ihr hatten wir ja ein Gerücht im Basaltgraben gehört. Wie amüsiert ihr beiden euch hier? Alte Ruinen erkunden, kaputte Dinge reparieren. Nein, 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 nein. Ich meine, um deinen Axialkolben zu rekalibrieren, dein Haltebolzen etwas zu lösen. Du weißt schon, Spaß. Zu meiner Zeit gab es auf dem Berggipfel Vollmondgalas. Das ist jetzt Raidergebiet, Schätzchen. Ja, alleine da hochzugehen ist Selbstmord. Garantiert. Ich würde nie ohne Eskorte zu einer Gala gehen. Niemals. Freunde, ist das hier das Gründungstreffen des Partyorganisationskomitees von Kobo? Vielleicht. Ich weiß ja nicht. Wobei wir in der Tat jemanden gebrauchen könnten, der etwas mehr Sinn für Mode hat. Aha, okay, gut. Die Mädels verstehen sich offensichtlich. Gut, ich würde sagen, wir schauen uns erstmal den Laden von Sie an. Deswegen sind wir ja eigentlich hierher gekommen. Was haben wir denn hier? Wir haben ja offensichtlich einen Bonus-Slot, den wir erwerben können. Wir können mehrere Boni kaufen, das ist sehr interessant. Bemerkenswert, oder? Allerdings, das ist schon viel interessanter als der Laden von Doma, muss ich wirklich sagen. Und gut, dann haben wir noch ein paar Teile von BDE1, das passt irgendwie zu den Datendisks. Und wir haben hier auch noch BDE1-Materialien, also Farben, die wir ihm geben können. Jetzt schauen wir mal ganz kurz. Das wäre hier schon sehr interessant, der Bonus-Slot. Ja, das verdient Ihre Aufmerksamkeit. Ja, das verdient in der Tat unsere Aufmerksamkeit. Wir können ja für 10 Datendisks, wir haben im Moment 7, ein Bonus-Slot für die Boni kaufen. Nun gut, da müssen wir wohl noch ein bisschen suchen gehen. Verlassen wir erstmal den Laden von Sie. Das war ja sehr interessant. Wir sollten vielleicht nochmal ganz kurz mit Toa reden, das würde mich interessieren. Kerl, ich habe von einer Meditationskammer gehört. Lass du sie dir ansehen? Leider nicht. Der Weg dahin verlangt echtes akrobatisches Geschick und ich... Ich könnte es versuchen, Toa. Versuchen? Und das sagt der Typ, der Basaltsäulen so schnell erklettert, wie ich brauche, um das Datum in meinen Feldnotizen zu schreiben. Viel Erfolg, ihr zwei. Wir haben ein neues Gerücht entdeckt. Erkunde die Kammer der Hohen Republik im Tal. Also haben wir ein weiteres Gerücht hier und sollen eine weitere Kammer erkunden. Das ist ja sehr interessant. Wir haben noch nicht mal die erste erkundet. Vielleicht sollten wir uns darum gleich mal kümmern. Wir müssen uns ja jetzt hier nicht gleich alles anschauen in der Kantine. Aha, was haben wir denn hier? Einen leeren Raum. Okay, da steht dann wohl irgendwann noch ein anderer Händler, würde ich sagen. Nun gut, gehen wir mal runter. Nehmen wir mal die Treppe hier, die scheint nach unten zu führen. Ich glaube, wir sollten aber vorne an der Bar rauskommen. Ja, hinter Grease Stuhl. Und dann gehen wir einfach mal zum Meditationspunkt unten im Keller und probieren bei der Gelegenheit einfach mal die Schnellreise aus. Wir gucken dann vorher nochmal ganz kurz auf die Karte, wo das neue Gerücht liegt. Auf jeden Fall würde ich mich gerne erst einmal um das Gerücht im Basaltgraben kümmern, sprich da, die Kammer, von der wir ja gehört hatten von Toa.
als wir den Basaltgraben durchquert hatten. So, schauen wir als erstes auf die Karte, bevor wir uns an den Meditationspunkt setzen. Wir sehen jetzt hier gerade nicht allzu viel, leider. Okay. Aber die Gerüchte sind ja alle in der Nähe des Außenpostens. Da hatten wir gerade das mit dem Wachturm. Hier haben wir eine weitere Kammer. Ah ja, okay, liegt da hinten irgendwo, wo auch immer das ist. Aha, das scheint ringförmig zu sein. Oh, sieht so ein bisschen ringförmig aus. Scheint auf jeden Fall ziemlich weit oben in den Bergen zu liegen. Nun gut, machen wir die Karte mal zu. Und setzen uns mal an den Meditationspunkt. Und dann gucken wir uns das mal mit der Schnellreise an. Ich würde gerne dann jetzt, wie gesagt, in den Basaltgraben zurück. Gucken wir mal, wo wir den jetzt finden. Da ist der Basaltwald und da ist der Basaltgraben. Dann reisen wir doch jetzt mal dahin. So, wir sind im Basaltgraben auf Kobo zurück. Rechts sind wieder die Sturmtruppler und die B1-Druiden, die können wir auslassen. Und ich nehme mal an, wir müssen da hinten hin. Laufen wir also hier vorbei. Hier links hatten wir ja Toa getroffen. Da ist ihr Lager. Da ist sie auch wieder. Das ist ja sehr interessant. Die war schneller hier als wir. Sehr interessant. Also da war sie kurz zu sehen. Sie hockte da. Nun gut. So dann. Die sollen mal aufpassen, was die da machen. Die Blasterschüsse kommen ja doch in unsere Richtung geflogen. Der Schildtruppler kommt ja nicht wirklich mit dem Kampfdruiden so wirklich klar. Die spielen aber lange rum. Ja, ihr solltet euch beide mal konzentrieren. So, jetzt hat er mit dem Schild erledigt. Nun gut. So, jetzt schauen wir uns das hier mal an. Ich nehme mal an, wir müssen da drüben hin. Wir schauen nochmal ganz kurz auf die Karte. Ja, wir sollen da hin. Das geht wohl nur über diese Brücke. Da müssen wir jetzt erstmal einen der vielen Durchgänge da drüben benutzen. Alles klar, also da lang. Und da vorne sind auch Kletterranken. Alles klar, dann müssen wir wohl da hoch. Ah, ich sehe schon, da oben hängt ein Seil. Dann können wir uns darüber schwingen. Gucken wir mal. Das sah interessant aus da drüben. Ja, da ist ein Tor der Hohen Republik. Eindeutig. Gut, dann müssen wir wohl darüber. Dann machen wir das mal. Oder auch nicht. Was ist hier los? Wir haben wieder einen Mogu, der gerade einen Sturmtruppler durch die Mangel dreht. Ich glaube, der Kerl hat uns gesehen. Okay, mit ihm wollen wir uns mal auseinandersetzen. Springen wir immer aus dem Weg. Muss jetzt ja hier nicht sein. Schalten wir uns den Kerl mal auf und nehmen mal den Machtangriff. Das hat gesessen. Das hat auch gesessen von ihm. Wir springen mal weg. Wir haben leider nicht die Verlangsamungsfähigkeit. Schmeißt er jetzt einen Stein, sah fast so aus. Nehmen wir nochmal die Machtfähigkeit und weichen wieder weg. Oh, das war unschön. Ja, das ist in der Tat unschön. Wir nehmen den nochmal aus dem Target, ziehen uns ein bisschen zurück und nehmen einen Stim. So viel Zeit muss sein. Das ist definitiv nicht zu unterschätzen. Nehmen wir nochmal den Machtangriff und weichen weg. Nein, wir befreien uns erstmal. Schlagen den Arm ab und erledigen den Kerl. So, die Verlangsamungsfähigkeit ist wieder aufgeladen und der Mogu ist erledigt. Sehr schön, das war ja toll jetzt hier. Und da drüben ist eine schraffierte Wand. Gut, eigentlich wollte ich dahin. Nun gut, dann gucken wir uns hier erstmal um. Nehmen wir mal einen Stim. Hilf mir bitte. Viel zu knapp. Ja, das war ein bisschen knapp, aber ging eigentlich. Sind euer Ansicht mit dem klargekommen. Hier scheint man nicht weiterzukommen. Dann heißt das wohl, dass wir daran springen müssen. Da lang und hier an die Ranken. Sehr schön. Gucken wir mal, wo uns das hinbringt. So, gucken wir mal hier rum. Vielleicht liegt dir hier irgendwas. Vielleicht finden wir noch ein kleines Geheimnis. Einen Samen oder ähnliches. Nein, scheinbar nicht. So, gucken wir mal weiter. Aha, hier sind zwei Wege. Einer nach oben, einer nach unten. Gehen wir doch erstmal nach oben. Da scheint man wieder zurückzukommen. Naja, gucken wir uns das mal an, wo das hier oben lang geht. Vielleicht können wir ja noch irgendwas scannen oder eine Truhe finden oder einen Samen. Sieht nicht so aus, wir haben eine Tür gefunden. Ist die offen? Ja, die leuchtet grün. Sehr schön, die geht auch auf. Kluftpassage Kobo. Und wir haben einen Meditationspunkt gefunden. Okay, wir sind also in der Kluftpassage. Und das sieht nach einer, Fabrik aus. Oder, ich weiß nicht.
Vielleicht hattet ihr irgendwas mit den Minenoperationen zu tun. Nun, setzen wir uns erstmal an den Meditationspunkt. Nach dem Kampf mit dem Mogu eben kann es nicht schaden. So, wir ruhen uns auch mal aus. Und dann gucken wir uns mal weiter um. Ist da drüben eine Tür, die wir uns öffnen können? Oh, hier ist ein Wasserbecken. Na gut. Bahnen wir uns mal die Füße. Die Tür geht auf. Oha. Okay, das war jetzt aber nicht das, was ich mir anschauen wollte. Schauen wir mal, wo wir hier eigentlich sind. Aha, wir haben hier eine Seilrutsche und da hinten haben wir wohl keinen Durchgang. Das ist unschön. Da ist uns noch irgendwas gesperrt. Gut, ich glaube, wir sollten lieber umdrehen. Das hier bringt's wohl nicht. Da fehlt uns noch irgendeine Fähigkeit. Da können wir uns das jetzt wohl sparen, da hinten nachzuschauen. Drehen wir mal um und schauen uns mal an, wo das da draußen noch weitergeht. Da war ja noch ein Abgang. Also hier wieder raus. Und dann sollten wir uns mal dieser Tür aus der Zeit der Hohen Republik widmen. Also sprich da über die Brücke. So, gucken wir mal, wo das hier lang geht, beziehungsweise ob es hier weit gibt. Ja. Da ist eine weitere gelbe Truhe. Großartig. Und ein Relter. Der haut jetzt aber ab. Den können wir nicht zum Gleiten benutzen. Na wunderschön. Dann haben wir noch einen weiteren Stim gefunden. Öffnen wir uns mal die Truhe. Fang. Sehr schön. Großartig. Damit haben wir jetzt 5 Stims. Und wir können mal unseren Weg fortsetzen. Kommen wir hier runter. Sieht so aus. Das war gerade ein bisschen unschön hier mit dem Stahlträger. Ja, wir können da rüber. Dann springen wir mal hier runter. Der Mogu müsste wieder da sein. Ja, gut. Den lassen wir jetzt aus. Den haben wir gerade schon gemacht. Und wir können hier was untersuchen. Dann machen wir den. Das ist eine der Kammern aus der Zeit der Hohen Republik. Alles klar. Na dann haben wir wohl die Rüchte gefunden. Dann springen wir mal da rüber und ziehen uns das Seil ran und springen hier durch. Oh, das Laubwerk. Okay, das war ein ziemlich harter Aufschlag, aber Cal hat sich nicht verletzt. Schauen wir mal ganz kurz in die Runde, ob wir hier irgendwas scannen können. Oder ob BD irgendwas Interessantes zum Scannen findet. Sieht nicht so aus. Okay, dann widmen wir uns jetzt mal hier der Tür. Okay, wir haben sie uns mit dem Stimmschlüssel geöffnet. Und hier ist wieder ein Aufzug, so wie es aussieht. Und der bringt uns nach unten. Und damit haben wir wohl eine weitere Kammer aus der Zeit der Hohen Republik gefunden. Wenn wir unten ankommen, heißt das. Geht ganz schön weit runter. Willkommen, Jedi. Santari Kree. Kammer der Vernunft. Jedi-Kammer. Der Weg, den wir beschreiten müssen, ist für uns nicht immer sofort sichtbar. Nur durch Geduld, Nachdenken und die Weisheit der Macht wird er erscheinen. Alles klar, dann haben wir wohl eine weitere Trainingskammer der Jedi und wir haben direkt mal ein Seil vor uns. Da drüben leuchtet etwas, das sieht nach Machtessenz aus. Nee, nach Machtecho eher. Nun gut, wir müssen wohl erstmal da runter. Also rutschen wir mal am Seil runter. Moment, da war gerade was zu sehen. Da ist noch eine höhere Ebene. Okay, schauen wir uns jetzt erstmal auf der um, auf der wir es sind. Ach, das ist wieder ein Kugelkoppler. Und da haben wir, ich würde sagen, das ist ein Schalter. Ja, eindeutig. Alles klar. Und ist da hinten eine Kugel? Ja, gut, ziehen wir uns die mal ran. Und stecken die mal hier in den Kugelkoppler. Sehr schön. So, da hat sich jetzt eine Brücke geöffnet. Da drüben ist eine schraffierte Wand. Gucken wir uns das mal an, wo uns das jetzt hinführt. Da drüben können wir etwas machen. Was haben wir hier? Da können wir etwas ranziehen. Das ist eine kaputte Wand. Und da ist eine weitere Kugel, so wie es aussieht. Ja, eindeutig. So, was fangen wir mit der jetzt an? Da oben ist ein Kugelkoppler, der ist aber zu weit weg. Das ist ja sehr interessant. Gut, bringt uns das jetzt hier irgendwas? Gute Frage. Nehmen wir die mal mit. Aha, Moment. Wir haben doch gerade da vorne den Schalter benutzt. Das hat uns hier die Brücke hier geöffnet und da drüben, das scheint eine weitere Brücke zu sein, die ist angedeutet. Lassen wir mal die Kugel fallen und betätigen mal den Schalter. So, die Kugel ist jetzt wieder zurückgesetzt worden, wohl. Und wir haben uns eine andere Brücke geöffnet. Ich glaube, das war gerade die Kugel, die hier platzt ist. So, gehen wir mal hier rüber.
Da drüben ist etwas zu erkennen. Es sieht aus wie ein Terminal. So, ist die Kugel wieder da drüben? Ja, okay. Hier haben wir wohl ein Machtecho. Sehr schön. Gucken wir uns das mal an. Sie glauben also, dass etwas hinter dem Abyss ist? Richtig. Ein Planet. Nun, hoffentlich ist er den Aufwand wert. Neuer Datenbankeintrag. Über die Zukunft reden. Zwei Jedi diskutieren über das Abyss-Projekt und ob dessen Erfolg die aktuellen Interventionen auf Kobo wert sind. Okay, sehr interessant. Schauen wir mal weiter. Das scheint tatsächlich ein Terminal zu sein. Ist das hier ein Aufzug? Ja. Okay, dann können wir mit dem Terminal da unten und dem hier den Aufzug wohl steuern. Und wir haben einen weiteren Kugelkoppler. Wir müssen uns wohl die Kugel von da unten mit hier hochnehmen. Schauen wir uns mal weiter um. Da vorne scheint ein weiteres Machtecho zu sein. Ja. Gucken wir uns dieses Machtecho gleich mal an. Santari Cree hat noch nie vor einer Herausforderung zurückgeschreckt. Nein. Und bei dieser speziellen Aufgabe scheint sie besonders engagiert zu sein. Neuer Datenbankeintrag. Krees Ziele. Zwei Jedi der Republik sinnieren über Santari Cree und ihre Ziele. Vor allem ihr Eifer bei dieser Mission scheint sie zu beeindrucken. Sehr interessant, ja. Santari Cree schien das ja alles sehr wichtig zu sein. Dass sie also so eine Kammer hier erschaffen hat. Großartig. Und hier haben wir einen Durchgang. Und wir sollten mal hier mal schauen, wo der uns hinbringt. Vielleicht haben wir etwas Verstecktes. Aha, Moment. Wir sind wohl im Kreis gelaufen. Ja, eindeutig. Nur das war nicht so schlecht. Gehen wir mal runter. Laufen wir nochmal über die Brücke. Rennen wir ein Stückchen. Dann können wir uns jetzt nämlich hier die Kugel holen. Wir holen uns aber erstmal den Aufzug runter, würde ich sagen. So, der sollte jetzt runterkommen. Ganz genau. Und dann können wir uns wohl von hier die Kugel da drin holen. Oder auch nicht. Oh. Nee, das geht nicht. Das ist unschön. Dann müssen wir wohl tatsächlich den langen Weg machen. Wie soll das jetzt funktionieren? Kriegen wir das irgendwie anders hin? Mal sehen. Nee, okay. Also müssen wir da tatsächlich über den langen Weg machen. Also sprich, hier vorne den Schalter betätigen, die Kugel kurz ablegen. Naja, wir kriegen das schon hin. Ja, vielleicht müssen wir das irgendwie anders machen. Ne? Wir werden es rausfinden. Aber holen wir uns erstmal die Kugel. Ich hoffe, die wird dann nicht gleich wieder zurückgesetzt, wenn wir die ablegen. Dann laufen wir mit der mal zurück. Dann legen wir sie mal woanders hin als eben. Da lag sie ja etwas ungünstig, ganz offensichtlich. So, lassen wir sie hier einfach fallen. Wir schießen sie nicht weg. Legen wir den Schalter um, nehmen uns die Kugel wieder. Und dann können wir jetzt über die geöffnete Brücke hier laufen. Sehr, sehr schön. Der Aufzug ist schon unten. Dann können wir jetzt wohl da oben dann gleich die Kugel in den anderen Kugelkoppler legen. Dann fahren wir mal nach oben und nehmen die Kugel wieder auf. So, war ein bisschen ungünstig die Steuerung, wenn man gleichzeitig Bewegungstasten hat und dann noch 2 und 3 drücken muss. So, hier haben wir wohl auch einen Schalter. Wir können wohl auch diese Brücke, die wir hier haben. Oh, die scheint instabil zu sein. Ja, die sieht sehr instabil aus. Ich glaube, die Brücke sollten wir nicht benutzen. Nee, ich glaube, da sollten wir mal den Schalter hier benutzen. Gucken wir mal, ob das eine stabile Brücke ist. Ich hoffe doch. Na, wir warten mal kurz einen Moment ab. Ja, das funktioniert. Und da drüben, das ist keine Machtessenz, das ist ein weiterer Kugelkoppler. Alles klar, dann nehmen wir uns gleich mal, gehen wir hier rüber. Und dann holen wir uns von unten die Kugel. Ich denke mal, wir werden die wieder öfter benutzen müssen. Schauen wir mal, ob wir die erwischen können. Ich hoffe, das funktioniert. Sonst wird das ein bisschen unschön. Ja, das geht. Von hier aus ging das. Das andere war dann schon ein bisschen zu weit. So, da vorne haben wir wohl wieder einen Schalter. Und wir haben einen Kugelkoppler. Sehr schön. Und wir haben uns eine weitere Brücke geöffnet und da hinten scheint ein weiteres Machtecho zu sein. Großartig. Gucken wir uns doch dieses Machtecho auch gleich mal an. Eine Sackgasse? Was soll denn das? Okay. Nein, ich kann das lösen. Neuer Datenbankeintrag, Sackgasse. Ein Padawan versucht gedanklich ein Rätsel zu lösen und ist kurzzeitig frustriert.
Alles klar, wir haben also ein Rätsel und das ist eine Sackgasse. Aha. Wir gucken mal, was dieser Schalter da vorne macht. Ich denke, der wird hier irgendwas bewegen. Aha, auch sehr interessant. Hier gibt es auch wieder eine schraffierte Wand. Man kann also auf die Plattform da drüben wohl wieder zurück und man hätte wohl auch das hier umgehen können, wenn ich das richtig sehe. Von da drüben kann man doch da an die Wand und hier hoch. Eindeutig. Nun gut, probieren wir erstmal den Schalter hier. Mal gucken, was der macht. Alles klar, gleich mal wieder zurück. Das ist ein Aufzug, das erklärt da oben die lila Strahlen. Also ziehen wir den Schalter mal ran und fahren nach oben. Gucken wir uns mal um. So, wir haben hier einen Durchgang. Da drüben ist ein weiterer Kugelkoppler. Da ist eine Brücke geöffnet. Hier geht das irgendwo lang. Gucken wir mal, wo uns das hinführt. Das sieht sehr interessant hier aus mit den Schriftzeichen oder diesen Mustern auf dem Boden. Was haben wir da? Das ist auf jeden Fall eine verschlossene Tour. Ah, hier vorne ist eine Truhe. Da drüben ist ein Kugelkoppler. Das ist also irgendein Rätsel. Gut. Hier kommen wir erstmal nicht weiter, so wie es aussieht. Gehen wir mal zurück. Und ja. Schauen wir mal in die Richtung, ob wir hier irgendwas entdecken können. Aha, das ist doch das von der anderen Seite. Ja, da ist der Kugelkoppler zu sehen. Das ist ja sehr interessant. Da oben ist ein Loch. Alles klar, da müssen wir eine Kugel reinwerfen. Also müssen wir uns wohl eine weitere Kugel suchen oder die von da hinten hierher bringen. Ja, die ist ziemlich weit weg, die erreichen wir von hier nicht, definitiv nicht. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal weiter um. Vielleicht gibt es hier noch ein Machtecho. Ja, hier rechts scheint eins zu sein. Gucken wir uns das Machtecho mal an. Mein Padawan ist ungeduldig. Waren wir das einst nicht alle? Die Frage ist, wie er es überwindet. Neuer Datenbankeintrag zur rechten Zeit. Zwei Jedi-Ritter sprechen über ihren sich abmühenden, kämpfenden Schüler und die Natur des Wachstums. Sehr schön, dass wir hier so ein bisschen was erfahren. Wir waren alle ziemlich frustriert hier bei der Prüfung. Naja, wie war das? Die Kammer der Vernunft. Gucken wir mal ganz kurz. Ja, die Kammer der Vernunft. Wir haben jetzt 75% erkundet und wir haben 4 von 8 Sammelobjekten gefunden. Mal sehen, ob wir noch irgendwo eine Datendisk finden. Wäre ja großartig. Ja, diese 10 Datendisk für BD kann etwas scannen. Okay. Also die 10 Datendisks wären natürlich sehr interessant, damit wir uns den Bonus-Slot kaufen können bei sie. Schauen wir uns hier drüben mal diese Glyphe an, die BD1 da scannen kann. Datenbankeintrag, ein geheimes Treffen. Krakelige Schrift an einer Wand. Hastig. Und in einem simplen Kindercode geschrieben. Treffen später am üblichen Ort. Also das hätte ich nicht identifizieren können. Ja, das sind ja wohl Strichmännchen von wegen Glyphen. Schauen wir uns mal weiter um, ob wir noch irgendwas entdecken können. Nein, hier scheinbar nicht. Das scheint eine Sackgasse hier zu sein. Okay, nö, hier scheint es nichts zu geben. Schauen wir dann nochmal in alle Ecken. Wenn irgendwo was liegt, dann hier in den Ecken. Hier ist irgendwas. Hier ist doch eine Datendisk, würde ich sagen. Eindeutig. Lass uns die Datendisk zur See bringen. Nee, noch nicht. Wir haben nur 8, gell? Wir brauchen jetzt wohl auch erstmal da unten die Kugel. Jo, das wird jetzt aber unangenehm. Wir müssen irgendwie die wahrscheinlich hier uns ranziehen. Aber die dürfte zu weit weg sein. Probieren wir das mal. Nee. Können wir den Schalter erreichen? Nee, auch nicht. Okay, wir müssen irgendwie hier oben sein, obwohl die Kugel... Ja, alles klar. Wir springen mal runter. Wir ziehen uns den Schalter ran. Dann geht die Brücke hier auf. Und wir müssen da hoch. Ah ja, das ist jetzt unschön. Ich verstehe. Alles klar, wir müssen jetzt rennen, wenn die Brücke ausfährt. Da drüben einen Wandlauf machen und zur rechten Seite abspringen. Kein Problem. Oder auch nicht. Doch, wir müssen hier hoch. Und dann müssen wir wohl jetzt einen Wandsprung machen. Ja, sehr schön. Dann dürfte die Kugel hier um die Ecke an der richtigen Stelle stehen, damit wir sie uns holen können. Beziehungsweise mit Machtmagnet hochziehen.
Dann laufen wir mit der da rüber und können sie wohl durch das Loch schießen. Und dann kommen wir an diese Truhe ran. Na, das ist ja ein bisschen vertrackt gewesen. Gut, dann hoffe ich, treffen wir jetzt mit der Kugel. Das möchte ich nicht nochmal machen müssen. So, stellen wir uns mal hier hin. Lass mich so bloß nicht fallen. Und schießen sie mal da oben rein. Ja, ich hoffe, wir treffen den Kugelkoppler. Das sieht ganz gut aus, glaube ich. Hervorragend. Und dann müssen wir jetzt wohl da rüber springen. Na, dann machen wir das mal. Ja, kein Problem. Und dann können wir hier in die Truhe schauen. Ach, und der Tor ist auch gleich mal offen. Gut, sehr schön. Nicht nur der Tor ist da geöffnet worden, sondern auch das hier rechts. Großartig. Schauen wir mal in die Truhe rein. Wir haben einen Klingenemitter für unser Lichtschwert gefunden. Sorgsamkeit. Ich glaube, jetzt haben wir das Lichtschwert bzw. alle Teile von Sorgsamkeit tatsächlich zusammen. So, dann schauen wir uns mal weiter um. Da drüben ist ein weiterer Kugelkoppler. Dann brauchen wir wohl diese Kugel hier. Holen wir uns die mal. So, die Tür ist zu. Wir haben die Kugel. Und dann können wir die da rüberschießen wohl. Dann machen wir das mal. Dann kriegen wir wohl eine weitere Brücke, nehme ich mal an. Ja, hier ist ein weiterer Brückenmechanismus. Schießen wir sie mal darüber. Das hat getroffen. Sehr schön. Und da ist drüben noch was ausgefahren. Das sieht wieder aus wie so ein Schalter. Na dann, gucken wir mal, was wir jetzt hier haben. Da ist ein Symbol der Hohen Republik zu erkennen. Das sieht gut aus. Wir haben eine Machtessenz gefunden. Schauen wir uns die mal gleich an. Wir haben einen neuen Bonus erhalten, Geschicklichkeit. Und wir haben das Gerücht abgeschlossen. Sehr schön. Gerücht erledigt, Gerücht abgeschlossen. Aber so ganz fertig sind wir wohl noch nicht. Schauen wir mal ganz kurz auf die Karte. Nein, wir haben alle Sammelobjekte. Großartig, denn haben wir wirklich die Kammer der Vernunft hier abgeschlossen und können sie wohl verlassen. Und das geht wohl, indem wir hier drüben noch etwas machen. Hier ist ein Schalter. Alles klar, wir haben uns das hier gedreht und wir kommen wohl direkt praktischerweise zum Ausgang. Sehr schön. Na, das war doch ein ganz nettes Ding hier mit der Kammer. Gut, dann würde ich sagen, wir verlassen mal die Kammer der Vernunft, fahren wieder nach oben und begeben uns noch zurück zum Meditationspunkt hier im Basaltgraben. Und dann soll es das für heute erstmal gewesen sein. Das war ein netter Ausflug hier. Schade, dass wir nicht mehr Datendisks gefunden haben. Aber möchte mich ja nicht beschweren. Wir haben ja noch eine zweite Chance. Tor hatte uns ja eine zweite Kammer genannt. Na, dann können wir vielleicht in der nächsten Folge uns darum kümmern. So, jetzt müssen wir erstmal hier wieder rüber. Oder vielleicht beschäftigen wir uns nochmal mit denen da unten. Naja, das machen wir, wenn wir runterfallen. Also springen wir mal rüber. Nehmen uns das Seil, springen ab, lassen den Mogo in Ruhe. Den hatten wir schon. Und laufen wieder zum Meditationspunkt rüber. So weit ist es ja nicht. Wir können ja noch mal kurz gucken, ob Tua da sitzt. Ach nee, wir müssen noch ein Stückchen weiterlaufen. Ich denke mal, sie wird da wieder sitzen oder immer noch sitzen, viel mehr. Gucken wir mal. Ja, sie sitzt da. Okay. Das ist sehr interessant, dass sie an zwei Orten gleichzeitig ist. Moment mal. Nee, das ist kein Samen hier. Alles klar. Die da drüben sind schon wieder am Schießen. Die sind lustig. Und wir gehen, wie gesagt, an den Meditationspunkt hier im Basaltgraben. Wir werden uns noch mal ganz kurz ausruhen. Wir haben auch auf jeden Fall gespeichert. Und dann soll es für heute erstmal gewesen sein. Das war auf jeden Fall, wie gesagt, ein sehr netter Ausflug hier in die Jedi-Kammer der Vernunft. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es hier dann mit Star Wars Jedi Survivor weitergeht. Bis dahin, macht's fein, ciao, ciao und möge die Macht mit euch sein.